Es geht weiter mit Need for Speed Underground 2. Und wir machen jetzt mal ein paar Drifts dran. Habe ich jetzt mal rein zu beschlossen. Euch geht's gut? Hast du schon gehört? Die Zufahrt nach Beacon Hill ist wieder frei. Ich will da noch gar nicht hin. Ich will hier hin. Solltest du mal abchecken. Bis nachher. Wir haben jetzt also den neuen Stadtteil verhalten. Das Ja, neuen Stadtteil eingeschaut. Ist das soweit? $2,700. Kann ich immer Konto. Auto. Willkommen im Showroom. Ich wollte da nur mal kurz rein, damit ich ihn auf der Karte hab. Und jetzt. Was noch nicht, wo er ist? Ich hab mich verarscht. Da nehmen wir den noch mit im Sprint. Let's go! Ja, und was gehört uns zu Problemen? Moment ein großes Thema. Claudia Neumann, ja. Überrang und ZDF-Safe. Ich sag da, dasselbe Serie einfach mal nichts. Und das wird auch nicht sexistisch oder so sein, wie es jetzt der ZDF vorgibt. Aber wenn Claudia Neumann ein Mann wäre, mit ihren Kompetenzen, die hat wirklich keinen einzigen Zuschauerspiel beim öffentlichen Denken kommentiert. Das war eine Warnwürze. Die Frau ist einfach nicht kompetent für diesen Job. Warum die Jahr für Jahr einmal aufs Auge gedrückt wird, ich habe da schon auf Twitter geschrieben gehabt, das ist fast so schwer wie eigentlich die ganze LGBTQ-Scheiße, die jedes Jahr immer mehr ins Auge gedrückt wird. Wie gesagt, nicht, dass ich irgendwas gegen das Tanzen oder sonst was hätte. Aber dieses permanente aufs Auge drücken, dass man doch so und so und so mittlerweile zu sein hat, geht mir richtig auf den Sack. Geht mir richtig auf den Sack. So, Sponsor. Wir nehmen erstmal Uli Bubba. Die besten habe ich dir rausgesucht. Sag mir Bescheid bei wem.
Ja. Hey Junge, du hast noch einiges vor dir. Dein neuer Sponsorenvertrag verlangt, dass du an ein paar Events teilnimmst. Du erkennst sie auf der Minikarte an den X-Symbolen. Und jetzt fahr los und zeig allen, dass du es auch verdient hast. Einsam, einsam, voller. Einsam. Erstmal macht es. Da ist, glaube ich, ein Lackierer oder so. Da ist Cash. Ich sehe, das ist mal Cash. Vielleicht kriegt man die Eckern. So. Hier den ersten Drift. Nee, aber um das Thema abzuschließen, es geht wirklich auch nicht drauf. Und die Frau kann nicht kommentieren, soll es lassen. Dann erzählt der Elfner nicht jedes Mal rein. Gott sei sexistisch und dann. Die Frau ist einfach nicht kompetent. Ganz im Gegenteil, da ist das ZDF viel sexistischer, weil man kritisiert die Frau genau wie man Mann kritisieren würde. Und viele kommen jetzt mit Bela Reti. Also ich. Bela Reti fand ich auch nie gut, so auch immer, hat auch immer Schrott gelabert, der Kerl. Ich habe ja unter anderem damals auch dieses. Ich weiß nicht, ob das Twitter so aktiv ist, aber ich habe ja auch nicht umsonst dieses Bela Reti Bullshit-Bingo. Also. Jetzt sollen sich mal alle ein bisschen einkriegen. Sag ich ehrlich, geht mir richtig auf die Nüsse. Und hier war noch viel zu, war doch die Batterie da. Die doch auch nicht, oder? Spezielle Teile, ah! Mit optischem Tuning und einer besseren Hi-Fi-Anlage einen eigenen Style und sorgt beim Rennen für neidische Blicke. Cool. Hydraulik immer gut, rein da. Wir fangen jetzt mal an hier. Jalla. Ein bisschen Kleingeld auszugeben hier. Drift hier. Nehmen wir auch noch mit. Oh Scheiße. Das ist natürlich wirklich was jetzt. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, speichern. Yes, sir, yes, sir, yes, sir. Nochmal hier ein Drift. Ich seh den nochmal. Nehmen wir den nochmal mit. Dann müssen wir wohl echt zu den nächsten gehen. Ja, was ist jetzt noch so für Themen? Jetzt kommt schon ein Thema, könnte ich aber hier nicht aufmachen. Da habe ich das auf Instagram zugeschrieben gehabt, also der Kamera von der Durchmacher. Ich habe privates Instagram-Profil, da habe ich kein extra Instagram-Profil. Zokus werde ich eh nicht.
zusammenhalten. So. Hallo, Karin? Karin, einfach mal abgesoffen. So, und dann geht's jetzt ab zu den Sponsorenrennen.